Mein Name ist Ulrich Hasselmann. Ich bin Doktor der Altphilologie. Und das ist mein Ende. Aber wie sollte ich das denn ahnen? Wenn ich geahnt hätte, dass mein beinahe erwachsener Sohn sich mit Typen einlässt, die Männer in Seen versenken, hätte ich doch niemals diesen Brief vom Jugendamt geöffnet. Und wenn ich überhaupt gewusst hätte, dass ich mit dieser Russin vor 18 Jahren einen Sohn gezeugt habe, wäre ich auf keinen Fall in diesem Jugendamt erschienen. Und wenn ich damals vor 18 Jahren geahnt hätte, dass diese Jelena Jefimkina, diese Russin aus Tomsk, sage und schreibe 1,90 Meter groß ist, hätte ich mich niemals für eine Scheinehe hergegeben. Wen will sie noch mal heiraten? Wir beide, also Fräulein Jefimkina und ich, wir wollen heiraten. Ich dachte, Sie sind der Dolmetscher oder sowas. Es wird nichts. Was? Studieren Sie nochmal? Altphilologie. Ich bin Altphilologe. Mein Spezialgebiet ist die Verslyrik der späten Kaiserzeit. Das erklärt natürlich alles. Blutjunge Russinnen sind verrückt nach Altphilologen. Besonders Dings da, späte Kaiserzeit. Da flippen die völlig aus. War ein Witz. Na gut, dann küssen Sie sich mal. Aber mit Schmackes. Scheinehe, ganz klar. Es gibt so Tage, da sollte man keinen Wodka trinken. Vor allem, wenn es die fruchtbaren Tage sind. Die Großrussin, der neue Roman von Stefan Schwarz. Sind die Eltern von Slava Jefimkin jetzt da? Jetzt. Und der Vater? Und wenn ich gewusst hätte, dass sich mein Sohn mit Typen einlässt, die so blöd sind, einen Mann in einem See zu versenken, der an dieser Stelle viel zu flach dafür ist, dann hätte ich in dieser Angelegenheit schon viel früher, wie soll ich sagen, das Ruder übernommen. Es fühlt sich nämlich gut an, wenn man was für seinen Sohn tun kann. Es ist auch ein bisschen eklig.